Wat kickst du so, du doofes Aas? Macht dir wohl Spaß, mir so dämlich anzukicken? Denkst wohl, dass du was Besseres bist? Bist du nicht. Leg's dir doch auch auf den Rücken und lässt dir von deinen Eulen beglücken. Fünn Fummel, fünn Auto, fünn Haus. Was heulst du denn? Mach dir ne Strauß, ich versteh dir, aber du nicht mir. Was ich hier mache für'n 50er Sonderangebot, machst du für'n Brillant. Warum versteckst du deine Hand? Wenn ich mir hier die Beine abfrier, spielst du in deine Villa Klavier, Chopin, Beethoven und so. Dabei kickt dein Oller dir auf den Po und dann auf die Uhr. Und dann ist es aus mit die Kultur. Dann will er mit dir in die Betten gehen. Na schön, denkst du. Na schön, na schön. Du. Oller mal bei mir vorbei. Dann nehme ich sie dir ab, die Schweinerei. Fünf Fuftzja. Der Kenner der Materie wird sofort merken, dies ist ein bundesdeutsches Radiointerview, denn der Moderator fragt zuerst nach der Schublade. Lotti Huber, wenn sie nicht auf der Bühne steht, wenn sie nicht im Film zu sehen ist, wenn sie singt, wie ordnet sie sich ein? Ist sie Chansonette, ist sie Diseuse, ist sie Liedermacherin? Ich glaube, man würde mich, als war ein altmodisches Wort, Liedermacherin, ich bin Textmacherin und ich glaube, ich würde sagen, ich bin in dem Sinne Diseuse. Weil eine Diseuse kommt ja von dir, aus dem Französischen, heißt etwas, sie hat etwas zu sagen. Und es ist manchmal halb Sprache und halb Gesang. Und diese Mischung ist das sehr typisch für eine Diseuse. Und deswegen, und man kann es auch ein Chanson nennen. Mhm. Also sagen wir Chanson-Diseuse. Kompromiss. Sind das Wurzeln, die zurückgehen so in die Zeit der 20er Jahre? Oder nein, kam überhaupt das jetzt nicht. Erst im Laufe der letzten Zeit? Das sind überhaupt Zeit. Keine Wurzeln, die in die 20er Jahre gehen, sondern das sind Erlebnisse oder das sind, ich habe sie ja auch erst jetzt gemacht, die Chansons. Ich greife ja nicht in meinen Chats, mein Nähkästchen und hole da alte Sachen, alte Kamellen raus, sondern das sind Sachen, die mich heute berührt haben, die ich beobachtet habe und die ich gemacht habe. Das ist die heutige Zeit. Und deswegen sind meine Chansons auch so beliebt bei jungen Menschen. Warum kam, gebt ihnen was. Warum kam diese Form des Liedes erst jetzt? War da früher kein Bedürfnis da? Nein, oder? Es ist nicht das. Ich weiß es überhaupt nicht. Warum fing ich plötzlich an zu dichten? Warum fing ich überhaupt an zu schreiben? Ich war so mit meinem Leben beschäftigt. Es war so intensiv, dass ich überhaupt keine Zeit hatte, nach innen zu gucken, mich hinzusetzen und zu schreiben. Und jetzt bin ich 78 und jetzt auf einmal sprudelt das alles, was ich manchmal gedacht habe. Ich habe ja, ich möchte sagen, immer geschrieben. Ich habe es noch nicht aufgeschrieben. Ich habe es gedacht. Und jetzt kommt es raus. Mhm. Sie machen im Prinzip das jetzt in anderer Form, was Sie früher... Du kannst ruhig du zu mir sagen. Liebe Hörer, ich darf du sagen. Jetzt habe ich die Absolution. Das ist fantastisch. Liebe Lotti. So ist schön. Da fühle ich mich dann zu Hause. Das ist wieder mein Schubladendenken, wegen dem, was ich eben gesagt habe. Ja. Nein, du kämpfst dein Leben lang gegen Tabus an. Nächste Schublade. Ja, aber du hast es nie in der Form getan, dass, sagen wir mal, die Klosterschülerin sich auch damit identifizieren könnte. Du, mich interessiert überhaupt... An wen wendest pass du mal auf, mich interessiert... Erstmal kämpfe ich nicht, ich bin.
Ich kämpfe nicht, denn kämpfen ist ja ein bewusster Einsatz. Aber ich bin einfach, wie ich bin. Und wer mich akzeptiert, den liebe ich. Und ich liebe ihn zurück und sie lieben mich. Und wer das nicht will, ob das nur eine Klosterschülerin oder woher die auch immer kommen, du, das ist deren Problem, interessiert mich nicht. Fehltritt in den Dünen. Das Meer. Ah. Geruch von Algen, prickelnde Haut, zerquetschte Krebsschwänze, Wassertropfen, die wie Tränen in den Sand fallen. Plötzlich stand der Fremde vor mir. Wie Gold glänzte sein Haar im schimmernden Mondlicht. Er erklärte mir seine Liebe auf Französisch. Ich floh, er hinterher. Ich floh, er immer noch hinterher. Nein, rief ich, nein, mein Körper gehört nicht mir. Ich bin verheiratet. Aber mein Körper stöhnte. Ja, ja. Schon längst erobert. Seine Hände umfassten meine wogende Brüste. Seine Arme waren wie Stahl, seine Schenkel wie Beton. Wir sanken zu Boden. Schamlos wälzten wir uns im feuchten Schilf. Dornige Disteln drangen in mein sündiges Gesäß. Aber ich fühlte nur ihn, ihn, ihn. Rausch, Ekstase, Röcheln, erstickte Schreie. Zerriss die süße Stille, das Knattern eines Motorbootes. Oh, es ist Eberhard, mein Mann, rief ich entsetzt. Mein Geliebter raffte seine Hosen und floh, floh. Lass mich nicht alleine meiner Schande, wimmerte ich. Nur mühsam erhob ich mich. Mit loderndem Blick stand mein Mann vor mir. Seine Verachtung traf mich wie ein Peitschenhieb. Sein letztes Wort war: Schamlose. Ich verlor alles: meinen Mann, mein Heim und meine Witwenrente. Oh. Wie bist du auf diese Form jetzt gekommen, des Liedes? Vor allen Dingen auf diese doch unglaublich provozierenden Texte. Ich muss noch mal an die Leute erinnern, die vielleicht nicht unbedingt Liebe in den Dünen machen, sondern zu Hause im
muffigen, warmen Ist ja auch Bettchen. Sehr schön. Jeder hat seine eigene Atmosphäre, verstehst du? Mhm. Aber erstmal liegt das, ich glaube, an meiner Art, Sachen, immer sehr die komische Seite der Sachen zu sehen im Leben. Und das hat mich oft gerettet vor großen Tragödien, weil ich auch das Lächerliche und das Triviale immer unglaublich kritisch mir angeguckt habe und mich auch davon distanziert habe. Und dann habe ich das wie Heinrich Heine. Ich meine, es ist eine stolze Sache zu sagen, sich mit so einem großen Dichter zu vergleichen. Mhm. Aber es gibt Leute, die sagen, weißt du, du bist eigentlich, du erinnerst mich an Tucholsky und an Heinrich Heine. Und dann fühle ich mich sehr beglückt. Und da ist auch was dran. Ja, das ging mir zum Beispiel so. Als ich hörte, Affengeil ist der Duft der Rose, Affengeil ist der Arsch in der Hose. Du musst sagen, nee, der Arsch. Der Arsch. Mit so ist einem R. Ja. Der Arsch in der Hose. Ja. Oder auch Adorno und Porno. Das reimt sich ja nur auch. Na wunderbar. Da kannst du dir eine ganze Menge denken dabei. Wie kommt man auf sowas? Du. Da fragst du mich zu viel. Mir geht es so, es gibt diese wunderbare Legende von dem Tausendfüßler, der jeden Sonntag spaziert und da kommt der Frosch oder die Kröte, glaube ich, angehopst und sagt, Herr Tausendfüßler, welches Bein heben Sie zuerst, wenn Sie gehen? Da konnte der arme Tausendfüßler überhaupt nicht mehr gehen, weil es ihm bewusst wurde. Und deine Frage, ich bin jetzt also der Tausendfüßler und ich kann dir, und du bist jetzt der Frosch, ein sehr netter Frosch, aber weißt du, ich kann dir das nicht beantworten, es überkommt mich. Das ist das Mystikum, glaube ich, der kreativen Menschen, dass sie selber nicht wissen, wie sie dazu kommen. Es ist keine bewusste intellektuelle Handlung, kommt aus dem Bauch und aus dem Hintern. Gibt es so Situationen in deinem Leben, wie du beschrieben hast, in einem Text, hey du, der du neben mir auf den Kissen liegst, hey, schläfst du noch? Und dann kommt der Knaller, oder bist du schon gestorben? Richtig. Gab's das mal? Nein, nicht in meinem Leben. Ich habe sowas nie durchgemacht, weil es ist für mich überhaupt nicht in Frage gekommen. Aber ich habe es beobachtet. Besonders in der Generation meiner Eltern natürlich und bei uns und das nach einem Erlebnis, das ich als Kind gehabt habe, unter uns hat ein Herr Bankdirektor mit seiner Frau gelebt, mit 5 erwachsenen Kindern, die 30 Jahre nicht, so erzählte uns, das nannte man damals Dienstmädchen, ihr Dienstmädchen, miteinander gesprochen haben. Und jeder saß, der Herr Bankdirektor saß im Salon und die Frau Bankdirektor saß im Esszimmer und die haben immer nur sich unterhalten durch das Mädchen, haben die immer hin und her geschickt. Und da habe ich mir gedacht damals, so will ich nie leben. Um Gottes Willen. Und ich habe dann auch später Beziehungen gesehen zwischen Mann und Frau, wo sie aneinander gehangen haben, schmerzlich und scheußlich, anstatt aufzugeben und diese kranke Beziehung, um eine neue, gesunde zu finden. Und da habe ich das gedichtet. Nach 30 Jahren du, der du neben mir auf dem Kissen liegst, schläfst du noch? 30 Jahre haben wir uns ertragen und haben uns nichts mehr zu sagen. Immer mehr haben wir uns voneinander entfernt und haben nichts dazu gelernt. Hey du! Der du neben mir auf dem Kissen liegst, schläfst du noch? Ich erinnere mich, ich hatte mein Bein gebrochen, war nur noch Haut und Knochen, aber du wolltest wandern, dabei triebst du es mit einer anderen. Übrigens meiner besten Freundin. Aber nach Hause bist du immer gekommen. Ein bisschen geschwächt, ein bisschen benommen. Wo bleibt das Essen? Brülltest du. Und ich kochte. Ich blöde Kuh. Hey, schläfst du noch oder bist du gestorben? Diese Frage stelle ich mir jeden Morgen. Denn scheintot warst du von eh und je. Hey, willst du Kaffee oder Tee? Warum frag ich das alles noch? Gefallen sind wir schon lange ins schwarze Loch der Gleichgültigkeit. Verschludert haben wir die schönsten Jahre. Und so wie uns gibt es viele Paare. Ausgelöscht und leer führen wir keine Gespräche mehr.
doch mit mir. Sag doch ein Wort. Was gibt es heute eigentlich im Fernsehen? Bei Anruf Mord. Du bist relativ prüde erzogen worden. Nein, ich bin überhaupt nicht prüde erzogen worden. Das kann man nicht sagen. Meine Eltern haben überhaupt keine Ahnung gehabt, was sie da für eine wilde Tochter haben. Aber meine Mutter schon. Aber meine Mutter fand das eigentlich ganz entzückend, dass ich so wild war. Splitternackt habe ich in Schilksee getanzt, wie ich 17 war. Habe ich zwar gleich 2 Ohrfeigen gekriegt, aber dann habe ich gesagt, du musst mich um Entschuldigung bitten, weil was hast du gegen einen schönen Körper? Du hast mich doch auch nackt geboren oder hast du mich in Fummeln geboren? Nein, meinte meine Mutter. Logischerweise. Da habe ich gesagt, dann bittest du mich jetzt um Entschuldigung und dann liebe ich dich wieder, sonst spreche ich nicht mehr mit dir. Also die Lotti immer alles das, was die Eltern eigentlich nie tun durften, aber insgeheim. Ja, und meine Mutter hat sich darüber gefreut, weil die ja noch konventionell verheiratet wurde und da plötzlich hat sie in mir eine große Emanzipation, von der sie immer geträumt hat, erlebt und das hat sie eigentlich sehr glücklich gemacht. Wie ging es dann weiter? Nach der Jugend. Wann kamen so die ersten Aufmucker? Nach der Jugend, du sagst der Jugend, wie ein alter Tuttel bin. Weißt du was? Nach der Jugend, wie ging es dann weiter? Wovon Kiel, meinst du? Naja gut, ich hab mein Leben durchgelebt. Dann kam der Krieg. Ich war im damaligen Palästina. Das war ein Mandat. Da habe ich Tanz studiert. Und das war hinreißend, weil da die ganze Elite aus Deutschland gekommen ist. Musiker zum Beispiel aus Leipzig von der Philharmonie, aus Berlin aus der Philharmonie. Kannst du alles in meinem Buch lesen übrigens? Ich hab's doch noch nicht gelesen. Ja, das ist eine Affen, das ist nicht Affengeil, das ist eine Affenschande, mein Schatz. Naja, und weißt du, und man hat sich da, und ich war mit den größten Geistern, mit den größten Leuten da zusammen und das war unerhört. Ja, und dann kam der Krieg und dann sagt Bertolt Brecht, erst kommt das Fressen und dann kommt die Moral. Und wir hatten alle nichts zu essen, die Grenzen waren zu. Und man kann es eben so gut sagen, erst kommt das Fressen und dann kommt die Kunst. Und dann sind wir alle ins Kabarett und in die Nightclubs gegangen, zur Empörung unserer großen Meisterin, die uns sehr geliebt hat. Also ein paar von, aber dann, das war für mich eine gute Schule, weil da habe ich das Leben kennengelernt, in the raw, wie man so schön auf Englisch sagt, die Tatsachen und nicht nur Tee trinken und bla bla quatschen. Wie war denn das für dich, als nach den großen Geistern in Deutschland die Kleingeister kamen, die ganze braune Soße? Ich war im Konzentrationslager, du weißt es. Ja. Wegen Rassenschande, das war ein wunderbares Wort, finde ich. Ja, und das habe ich, die braune Soße. Wir waren uns gar nicht bewusst, was für entsetzliche Sachen auf uns zukamen. Wir konnten es nicht fassen, dass ein Land wie Deutschland, ein so hochgeistiges, ein so hochentwickeltes Land, einen solchen grausamen, schrecklichen Schwachsinn nicht nur ertragen konnte, sondern geliebt hat. Das war für uns unverständlich. Mein Vater ist wirklich an gebrochenem Herzen gestorben. Er war ein, der Deutschland so geliebt und er konnte es überhaupt nicht mehr fassen, wie eines Tages von heute auf morgen seine Menschen, mit denen er täglich zusammen war, die ihn unglaublich geschätzt haben, nicht mehr grüßten und nicht mehr Hallo sagten. Ach, lass uns darüber nicht sprechen, mir wird so melancholisch. Trotzdem noch die Frage, im Gegensatz zu Marlene Dietrich hast du den Deutschen irgendwie verziehen, habe ich den Eindruck. Du, es ist nicht die Frage von verziehen. Wie kann ich einem jungen Menschen, der in der Zeit noch nicht geboren ist, der überhaupt noch nicht mal ein Glitzer in der Pupille seines Vaters war zu dieser Zeit, wie kann ich dem etwas verzeihen, für das er gar nicht verantwortlich ist? Ich kann mich nur ihm lieben zuwenden und beglückt feststellen, dass ich wunderbare Freunde wiedergefunden habe. Das ist das Wichtige. Verstehst du? Die ganze Welt ist nur ein Arsch und wir sind seine Fürze. Ein jeder stinkt auf seine Art, das gibt dem Leben Würze. Und da das nun einmal so ist, pass auf, dass dir keiner in die Suppe pisst und fall nicht in die Pfütze. Mut ist die größte Stütze und fall nicht in die Pfütze. Mut ist die größte Stütze. Denkt einer, er ist besser als du, dann lass dich nicht beirren. Und sieh ihm
ganz gelassen zu. Der Mensch, der kann sich irren. Und sagt er dann, du komm mal her, dann frage dich, was will denn der? Soll er doch kommen, zeig ihm Kraft und lass ihn schmoren im eigenen Saft. Ist er dann arrogant und barsch? Keine Sorge, der fällt schon von ganz alleine auf. Die ganze Welt ist nur ein Arsch und wir sind seine Fürze. Ein jeder stinkt auf seine Art, das gibt dem Leben Würze. Und da das nun einmal so ist, pass auf, dass dir keiner in die Suppe pisst und fall nicht in die Pfütze. Mut ist die größte Stütze. Man kann ganz gut zufrieden sein, auch ohne Ideale. Stellt man sich nur aufs Leben ein, von einem zum anderen Male, dann läuft das Gute dir über den Weg. Das Ideal stellt sich oft schräg. Drum, meine Herrschaften, nochmal in aller Klarheit, dieses ist die nackte Wahrheit. Die ganze Welt ist nur ein Arsch und wir sind seine Füchse. Stinkt auf seine Art, das gibt dem Leben Würze. Und da das nun einmal so ist, pass auf, dass dir keiner in die Suppe pickt und fall nicht in die Pfütze. Mut ist die größte Stütze und fall nicht in die Pfütze. Mut ist die größte Stütze. Berlin, der absolute Schmelztiegel. Das war übrigens fantastisch. Applaus auch hinter Dankeschön, der Scheibe. Dankeschön, ich akzeptiere das, ganz bescheiden. Berlin, der Schmelztiegel aller möglichen Freaks, Leute. Ja, nicht nur Freaks, Genies, hochbegabte Menschen. Ich wollte das jetzt ein bisschen ausführen. Ja, mach mal, ich rede zu viel. Das war so toll, hochbegabte Menschen, Ausrufezeichen, Punkt. Zum Beispiel die Schwulen. Oh, wunderbar. Ja, richtig. Weißt du, für mich, ich habe eine ganz unglaubliche Beziehung zu, man sagt ja nicht homosexuell, sondern sagt man, wenn man fürchterlich gebildet ist, sagt man homosexuell. Mhm. Das ist schön, nicht? Mhm. Aber weißt du, das ist ein ganz, dass die homosexuelle, die Sexualität ist ein ganz wichtiges Element im Kulturleben eines Volkes. Und wer das nicht erkennt, ist vollkommen verblödet. Was wäre zum Beispiel die Oper, wenn ich zu jeder Premiere und zu jeder Generalprobe eine ganze homosexuelle Publikum ist, die sagen, also die hat das hohe C nicht richtig gesungen und der Ton war verkehrt und das war so und das war so. Hinreißen und abgesehen gibt es solche Genies. Ich meine, wenn man homosexuell ist, bedeutet noch nicht, dass man ein Genie ist. Aber es produziert durch diese durch Mann und Frau in dem Körper und in dem Geiste eines Menschen produziert es natürlich ungeheure Begabung. Genies, angefangen von Michelangelo. Aufgehört bei Rosa von Braunheim. Und Rosa von Braunheim natürlich auch. Aber ausgesprochen ja. Übrigens, ich will dir was sagen. Ich habe in meinem Buch, was du ja leider nicht gelesen hast. Ich habe es nicht gelesen. Ja, nein. Sollst du wirklich schämen. Aber da macht gar nichts. Aber da habe ich gesagt, wen geht an, wer wen liebt, solange es mich nicht betrifft. Und außerdem, wie viele Männer, habe ich gesagt, wie viele Männer, was machen die heterogen im Schlafzimmer mit ihrer Frau? Das wird nie besprochen. Und außerdem, wie viele Männer lieben ihre Frauen auch von hinten zu lieben? Ein Popo ist ein Popo. Mhm. Wer ist wo auch immer. Und das ist doch vollkommen wurscht. Und solange mich das nicht betrifft, wer wen liebt, ich meine Liebe arrangiere ich mir schon alleine. Alles andere ist vollkommen belanglos und hat sich keiner reinzumischen. Das ist meine Meinung. Ist die Schwulenszene für dich eine Oase gewesen, wo du nochmal aufblühen konntest? Neu? Ich bin immer aufgeblüht. Ja, ich das wusste keine ich, Oasen. Als ich die Frage stellte. Ja, wie haben die dich geprägt? Die haben mich nicht geprägt, Liebling. Kein Mensch kann mich prägen, das ist ausgeschlossen. Das merke ich gerade. Nein, die haben mich liebend
aufgenommen. Die haben mich geliebt, die haben mich inspiriert, die haben mich stimuliert. So muss man das formulieren. Weißt du? Und Rosa, nachdem ich also so traurig nach dem Tode meines unglaublich geliebten Mannes, einem Engländer, einem Colonel, stell dir mal vor, auch was Witziges, nicht? Aber trotzdem, ein Colonel, ein zauberhafter Colonel, ein sehr exzentrischer, gestorben war, da war für mich ein solcher Tiefpunkt in meinem Leben, dass ich gedacht habe, das war's. Und dann kam Rosa, und das werde ich ihm nie, nie vergessen, und hat mich rausgehoben aus dem wirklichen Schlamassel, dieser entsetzlichen Misere, unter der ich litt. Und dann habe ich wieder angefangen zu leben durch ihn. Und das ist wunderbar. Und dafür danke ich Ihnen aus tiefstem Herzen. Ich möchte noch mal ein paar Jahrzehnte zurückgehen. Gehen wir mal so Anfang der 50er Jahre und gucken mal, wie die Welt sich da gestaltet hat, gerade in der Bundesrepublik. In der 50er damaligen. Jahre, muss ich dich korrigieren, war ich leider nicht in Deutschland. Aber du hast es vielleicht mitverfolgt, auch durch Medien. Ich habe es überhaupt nicht verfolgt. Nein. Hat dich nicht interessiert? Überhaupt nicht. Warum nicht? Ich hatte solche Distanz. Ich lebte in einer vollkommen anderen Welt. Ich bin von damaligen Palästina nach London gegangen, von London nach dem hinreißenden Zypern, das damals natürlich eine Insel, ungeteilte Insel war. Das war eine Welt, die mich derartig begeistert und ausgefüllt hat. Ich habe nichts mehr gewusst von dem, wie sich Deutschland entwickelt und was da los ist. Und ich habe auch nie geglaubt, man soll niemals nie sagen, dass ich jemals wieder nach Deutschland zurückkehren würde. Und dennoch hat mich das Schicksal, und ich sage jetzt, wie wunderbar, zurückverschlagen nach Berlin. Und da bin ich nun und da bin ich unglaublich glücklich. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du mit dieser Stadt nur glücklich bist, sondern dass es bestimmt auch viele Sachen gibt, die dir stinken. Das will ich dir sagen. Und da muss ich wieder ein Gedicht, was ich gemacht habe nach der Eröffnung der Mauer. Und das wird dir meine Antwort geben. Da habe ich gesagt, Ekstase, Tränen der Freude, Gott sei Dank, die Mauer ist weg. Und dann kamen mir ganz andere Gedanken, die brachten meine Ekstase sehr zum Wanken. Berlin, Berlin, ich hab Angst. Ich hab Angst, ob du's kannst. Berlin, Berlin, wieder kommen neue Töne, die ich so gut kenne, vor denen ich renne, renne, renne. Berlin, Berlin, ich habe Angst. Wird es wieder von vorne beginnen? Berlin, du musst davor entrinnen. Berlin, du musst es schaffen. Mein geliebtes Berlin, tu mir das nicht an. Ach, was? Ich gebe meiner Angst einen Tritt und mach mit. Da wird es große Probleme geben. Aber das ist Leben. Ein Leben ohne Probleme gibt es nicht. Und wo eine große Freude ist, da gibt es den großen Schmerz. Der sitzt direkt daneben. Das sind Nachbarn, Liebling. Und damit musst du leben. Und wenn du das nicht willst, dann sitzt zu Hause und stricke und setz dich vor den Fernseher und döst vor dich hin. Gibt es aber viele Millionen, die das machen. Du, das ist deren Problem, aber nicht meins. Du singst aber auch für die. Ich singe für alle, weil ich Impulse geben will, weil ich anregen will. Und das tue ich manchmal auch. Und es gibt auch viele ältere Leute, die mir sagen, Frau Huber, Sie haben mir so viel Mut gemacht. Mhm. Und das ist schön. Weißt du? Ich bin ja so gerührt. Ich fange gleich an zu weinen. Kultur entsteht durch Reibung. Lotti Huber kommt auf die Menschen zu im Januar und zwar via Leinwand. Was erwartet uns da? Na, du, da kannst du mal was erleben. Das ist meine Autobiografie und auch gleichzeitig eine Beziehungskiste von Rosa und von mir schildert. Und es ist eine wunderbare, also ich sage dir, in Hof habe ich 5 Minuten Standing Ovation bekommen beim Filmfestival. Das hat mich ja sehr gefreut, habe ich gar nicht erwartet. Das war ja Low-Budget-Film. Und alle diese großen, aufgeblasenen Filme, Millionen Objekte sind alle hinterher getrottelt. Und da saß die Huber, ich hatte mir doch die Nase eingeschlagen, du, und hatte da so einen Zinken, weil ich durch eine Wand wollte, die aus Glas war. Das soll man nie machen, das ist sehr unpraktisch. Ja, 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 aber es ist passiert. Aber der Film ist eben auch autobiografisch und ich glaube, er wird sehr schön laufen und die Leute, die jungen Menschen, die werden was davon haben, die werden sich daraus etwas nehmen. Weißt du, das glaube ich ganz bestimmt. Mhm. Und das Leitmotiv ist eben dieser Song, den der Thomas Marquardt, ein Komponist aus Berlin, so wunderschön in Musik umgesetzt hat, Affengeil. Das ist eben auch im Song, der Song kommt auch 2-3 Mal im Film vor und geht durch den ganzen Film. Vielen Dank, Lotti Huber. Affengeil! Affengeil, Affengeil,
ist das Leben. Affengeil, 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 richtig loszulegen. Kommst du heil, kommst du heil durch die Katastrophen. Ist für dich, ist für mich, ist für uns alles gelaufen. Affengeil, 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 wenn die Fetzen fliegen. Affengeil, Affengeil, wenn wir uns dann wieder lieben. Affengeil, Affengeil, wenn wir weinen, aber auch lachen. Affengeil, 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 eine tolle Dummheit zu machen. Affengeil, Affengeil, Affengeil ist der Duft der Rose. Affengeil, Affengeil, Affengeil ist der Arsch in der Hose. Pfui, Lotti Huber, sei doch nicht immer so ordinär. Worüber würdet ihr denn lachen, wenn ich nicht wär? Und wenn die Katze in die Suppe fällt und es mal knapp ist mit dem lieben Geld? Und wenn das Baby schon im Mutterleib nach dem Computer schreit? Und wenn es in der Ehe kriselt? Und wenn statt Sonnenschein es nur noch nieselt? Kommst du heil, kommst du heil, kommst du heil durch die Katastrophen? Ist für dich, ist für mich, ist für uns alles gelaufen. Affengeil, Affengeil, Affengeil ist das Leben. Affengeil, 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 richtig loszulegen. La la la, la la la, na 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 na.